Und nicht zu fassen, dieses Kraut erhöht massiv den Sauerstoff im Gehirn. Das ist der Titel des Videos. Heute lernt ihr ein bestimmtes Kraut kennen, was viele vielleicht auch schon vorher kennen, ja? Das aber die Sauerstoffversorgung im Hirn signifikant erhöht. Das klingt zwar nicht sehr spannend, aber es könnte wirklich kaum spannender sein. Das ist der Tatsache geschuldet, dass das Hirn zwar nur 2% des Körpergewichts ausmacht, es aber kein anderes Organ im Körper gibt, welches mehr Sauerstoff benötigt. Alleine das Gehirn beansprucht 20% des gesamt eingeatmeten Sauerstoffs. Und das bei nur 2% Masse im Körper. Um es in anderen Worten zu sagen, dieses Video könnte kaum aufregender sein, denn ich kenne nichts, was das ebenfalls leistet, wie dieses Kraut. Für eine gute Tat noch schnell eine positive Bewertung da lassen, das freut mich immer wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Und wir starten. Wer auf der Suche ist für mehr Fokus im Alltag, bessere Konzentration, mehr Klarheit, Gedächtnisleistung, möglicherweise auch gegen Kopfschmerzen, ja, da es ja hier um Sauerstoff geht, ja, da habe ich etwas wirklich ganz Tolles für euch jetzt gefunden. Noch kurz zur Erinnerung, was das wichtigste Organ, ja, bei uns im Körper macht. Natürlich gemeinsam mit dem Herzen zusammen. Das menschliche Gehirn ist ein unglaublich komplexes Organ, ja, mit einer Vielzahl von Funktionen, die unser Verhalten, unsere Emotionen, unsere Wahrnehmung, unser Denken beeinflusst. Ja, hier sind einige der wichtigsten Funktionen des Gehirns. Erstens, das Gehirn ermöglicht komplexe kognitive Prozesse wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Denken, Problemlösung, Sprache und Entscheidungsfindung, was extrem wichtig ist. Für unsere Lebensgestaltung ja auch, wie gut du deine Entscheidungen treffen kannst, wie klar du bist im Kopf, ja. Zweitens, das Gehirn kontrolliert die Bewegung unseres Körpers, indem es Signale in das Rückenmark und die Muskeln sendet. Du könntest ja nicht mal deinen Arm bewegen ohne vernünftige Gehirnleistung und vor allen Dingen auch dann dementsprechend ohne die Armbewegung nicht mal auf dieses wunderbare Video klicken. Drittens, die Sinnesverarbeitung. Das Gehirn verarbeitet Informationen von den Sinnesorganen, wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und so weiter und vor allen Dingen auch Tasten, ja, und interpretiert sie. Um uns ein Verständnis unserer Umgebung zu geben, also wichtig für unsere Meinungsbildung, ja, und vor allen Dingen zum Verständnis auch dieses Videos hier einfach. Viertens, die emotionale Regulation des Gehirns spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulation von Emotionen, indem es Signale aus dem limbischen System interpretiert und entsprechend Reaktionen auslöst, unter anderem auch Liebe. Du könntest nicht lieben, funktioniert dein Gehirn nicht wirklich ausreichend und ist versorgt. Fünftens, die hormonelle Regulation. Das Gehirn steuert die Freisetzung von Hormonen durch das endokrine System, die eine Vielzahl von Körperfunktionen wie Stoffwechsel, Wachstum, Fortpflanzung beeinflussen. Selbst wirklich unsere Fortpflanzung, das Wichtigste überhaupt, warum wir leben, biologisch gesehen. Sechstens, die autonome Funktion des Gehirns kontrolliert automatische Prozesse wie Atmung, Herzfrequenz, Verdauung und Temperaturregulierung, die notwendig sind, um den Körper am Leben zu halten. Das heißt, du könntest nicht mal atmen, ja, wenn dein Gehirn nicht vernünftig funktionieren würde. Alles kontrolliert dein Gehirn für dich automatisch. Siebtens, das Lernen und die Entwicklung des Gehirns ermöglicht Lernen und Entwicklung durch neuronale Plastizität, das heißt Anpassung der Neuronen, die uns ermöglichen, neue Fähigkeiten zu erlernen und an neue Situationen angepasst zu sein und kontinuierlich uns weiterzuentwickeln. Das ist wirklich das Allerwichtigste heutzutage, weil geht man nicht mit der Zeit, dann geht man mit der Zeit. So ist es halt einfach, ne? Diese Funktionen sind eng miteinander verbunden und arbeiten zusammen, um ein komplexes Zusammenspiel von mentaler und physischer Aktivität zu ermöglichen, die das menschliche Verhalten und Erleben formen, ja? All diese Fähigkeiten, die oft gleichzeitig passieren, gerade jetzt, wenn ihr dieses Video schaut, empfindet ihr Emotionen, lernt neue Dinge, atmet und so weiter, sind maßgeblich davon abhängig, wie viel Sauerstoff euer Hirn aufnimmt. Denn ohne Sauerstoff kann es keine Energie herstellen in Form von ATP, dem universellen Energieträger, der aus Zucker und Sauerstoff gewonnen wird. In dieser Menschenstudie, die randomisiert doppelblind durchgeführt wurde, also die Teilnehmer wurden zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt und beide Gruppen wussten nicht, ob sie das Placebo oder das Ginkgo bekommen. Ha, um dieses Kraut geht es heute richtig. Zunächst muss gegeben sein, da die Gruppen ja zufällig aufgeteilt wurden, dass diese Gruppen Teilnehmer ja auch miteinander vergleichbar sind, also Alter, Geschlecht, Gewicht und so weiter, ja. Und vor allen Dingen auch, wie lange die Operation war bei dem einzelnen Probanden. Ja, richtig, denn die Probanden litten unter verminderter Durchblutung, also auch Ischämie genannt, in den Hirnregionen. Es passt aber alles, denn sie unterscheiden sich nicht und konnten gut miteinander verglichen werden, sehen wir hier auch nochmal. Jetzt schauen wir uns die Ergebnisse an, durch die intravenöse Gabe von Ginkgo rund um die OP. Ganz vorne sehen wir den Wert CaO2. Dieser besagt die Sauerstoffkonzentration innerhalb der Arterie. Dieser ist gestiegen in der
Ginkgo-Gruppe, G-Gruppe. Das heißt, mehr Sauerstoff wird zum Hirn transportiert. Die anderen beiden Werte sind Venen, Jugular und Internal, ja, das sind die sauerstoffarmen Blutgefäße, ja, die wieder zur Lunge gelangen und das sauerstoffarme Blut dort wieder betanken. Diese beiden Werte sind aber statistisch signifikant gestiegen in der Ginkgo-Gruppe. Doch was bedeutet das? Wenn signifikant mehr Sauerstoff im Blut durch die Venen wieder zurück zur Lunge gebracht wird, anstatt es im Hirn zu belassen? Die Antwort ist sehr simpel. Die Sauerstoffsättigung im Hirn ist höher, da ab jetzt nur noch weniger Sauerstoff benötigt wird. Deswegen kann ein Teil wieder zurückgebracht werden über die Venen zur Lunge und ist damit statistisch signifikant gestiegen in beiden Venen. Das sieht man auch im letzten Wert, den CeO2-Wert. Dieser besagt die Extraktionsrate des Sauerstoffs aus dem Blut ins Gehirn. Dieser ist hier statistisch signifikant gesunken. Das bedeutet, das Hirn kann weniger Sauerstoff aufnehmen, da es bereits gesättigt ist. Dieser Wert ist sehr entscheidend, der CeO2-Wert, denn je nachdem, wie viel Sauerstoff das Hirn verbraucht über den Normalwert, desto schlechter ist oft sein Zustand, da es ineffizient arbeitet. Beispiel wäre hier eine Stoffwechselerkrankung oder gestörte Kraftwerke, die Mitochondrien. In dieser Publikation sieht man das mal. Wenn der CO2-Gehalt im Blut steigt, also Kohlenstoffdioxid, was sehr schlecht ist, steigt auch der CeO2-Wert im Blut proportional an und ist damit ein schlechtes Zeichen. Doch in dieser Studie, wir erinnern uns, sank er statistisch signifikant, was ein extrem gutes Zeichen ist. Das ist schon wirklich bahnbrechend, finde ich, ja. Ich meine, ich verstehe nicht, die Medizin nutzt diese Pflanze nicht, wobei die Datenlage glasklar ist bei Menschen, die mehr Sauerstoff im Gehirn benötigen. Bekommen sie durch diese Pflanze, ja, und dem geht's besser. Wir machen mal weiter. Das kann man noch an einer weiteren tollen Studie sehen, ja, aus dem Jahre 2023, also wirklich ganz aktuell für euch hier immer alles, was ich mache. Und in der besten Studienform und Design, ja, das ist immer ganz, ganz wichtig, das versuche ich immer für euch hier vorzubereiten. Nicht irgendwelche random Studien von 1780 oder was weiß ich was, ja. Und zwar wurde die Studie mit knapp 3500 Probanden, die zufällig wieder in zwei Gruppen aufgeteilt wurden und nicht wussten, ob sie das Placebo bekamen oder die Ginkgo-Infusion. Diese Menschen hatten mit einem Schlaganfall zu kämpfen und es wurde dementsprechend geschaut, ja, wie der Status der Menschen ist nach 48 Stunden und der Gabe von Ginkgo und dann dementsprechend, ob sich was verändert hat, und das Ganze wurde dann extensiert auf 90 Tage. Was wir eindrücklich sehen können, dass ganz links in weiß keine Symptome mehr oder vollständige Genese bedeutet, ja, nach diesem Schlaganfall, und ganz rechts dann sogar der Tod. Es geht den Menschen deutlich besser bezogen auf die Nervenregeneration, alleine schon 12,4 ohne Ginkgo, bei 18,4% mit Ginkgo. Das passt sehr gut zu den vorherigen Studien, denn das kann man mit der steigenden Sauerstoffkonzentration ja hier in Verbindung bringen im Hirn, welche natürlich der wichtigste Faktor ist für eine schnelle Genesung und Funktionsfähigkeit der Nerven, gerade nach einem Schlaganfall. Man muss nicht nur kranke Menschen nehmen, das kann man auch mit 80 gesunden Menschen beweisen und bei oraler Einnahme von Kapseln, natürlich wieder hier in einer humanen, randomisierten Doppelblindstudie. Die Teilnehmer wurden wieder zufällig aufgeteilt, beide Gruppen wussten nicht, ob sie das Ginkgo oder das Placebo bekamen. Die Studie ist übrigens auch sehr aktuell, wieder aus dem Dezember 22, aber wie gesagt, ihr bekommt immer das Aktuellste von mir und das Aussagekräftigste. Hier wurden zwei Tests gemacht, einmal der MMSE-Score, ja, welcher für die kognitive Fähigkeit, ja, oder dessen Beeinträchtigung und Demenz bei den Menschen, ja, gilt. Und dieser konnte sich deutlich steigern in der Ginkgo-Gruppe, sehen wir hier. Und es wurde der Wechsler Memory Scale getestet, ja, welcher Aufschluss über die Gedächtnisfunktion und Leistung gibt bei den Probanden. Und hier sieht man einen signifikanten Anstieg in der Ginkgo-Gruppe. So heißt es in der Konklusion der Wissenschaftler. Die Ergebnisse zeigen, dass Ginkgo die MMSE und WMSE, zwei, drei Werte, ja, die haben wir gerade gesehen, ne, um was es da ging dementsprechend, ne, um die kognitiven Fähigkeiten, ja, Werte der Patienten ohne Nebenwirkung erhöhte und bei älteren Menschen dann dementsprechend noch wirksamer war, was natürlich klar ist. Ne. Je mehr Defizit, desto besser wirkt es natürlich immer. Da während der Projektdurchführung keine Nebenwirkungen gemeldet wurden, scheint Ginkgo zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten frei von Nebenwirkungen zu sein. Das ist wirklich der Hammer. Damit kenne ich momentan bei der aktuellsten Datenlage und der Qualität vor allem, die hier in den Studien dargelegt worden ist, keinen Stoff, der das Leistungsspektrum derartig steigert wie Ginkgo.
Wir haben natürlich was entwickelt, wo nicht nur Ginkgo drin ist, sondern eben noch ganz viele andere Stoffe, die in Kombination den Wirkungsbereich wirklich nochmal extrem aufweiten. Lohnt sich wirklich mal in die Videobeschreibung zu schauen, einen Blick dort reinzuwerfen, weil die Datenlage ist ja schon krass, aber die Kombination, die wir da geschaffen haben, ist nicht mehr von dieser Welt. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.